Was freue ich mich auch auf dieses Spiel mit dem MSV Duisburg. Spielen wir auswärts am Möllerntor gegen FC St. Pauli. Nein, echt sieht's nicht so gut für Pauli aus. Ich hoffe aber, dass sie es noch schaffen und in der zweiten Liga bleiben. Ohne Relegation. Aber es wird schwer. Ja, Meißner spielt wieder, aber Sobotka darf weiterhin spielen. Baumgartner hat letztes Spiel einen guten Job gemacht. Und ja, ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. St. Pauli natürlich richtig, richtig, richtig geile Fans. Also die sind echt der absolute Hammer. Ja, der Keeper. Woga, jawoll. Castrati hier. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Am Millern-Tor, Millern-Stadion. Und, ja, ich freue mich wirklich hier drauf. Deshalb fangen wir jetzt auch sofort an mit Ofosuaye am Ball über außen. Und St. Pauli hat eigentlich einen richtig guten Kader. Deswegen wundert mich das so, dass sie, ich sag mal, auch in der echten Bundesliga da unten mitspielen. Das ist total kacke. Ich war einmal bis jetzt, am Müllerntor und Alter, durfte wirklich die Atmosphäre dort genießen. Richtig, richtig geil. Also die Atmosphäre am Müllerntor ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Also einfach nur unfassbar geil. Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, ne, da hinzufahren und das Stadion zu besuchen, macht das. Ohne Scheiß, ey. Wie laut einfach die Fans da sind. Ne, man merkt einfach, dass die ihre Mannschaft lieben und halt auch. Das merkt ihr zwar auch beim MSV Duisburg und anderen Vereinen, aber St. Pauli ist da nochmal eine andere Nummer, was das angeht. Ist halt direkt an der Reeperbahn das Stadion und alles Mögliche. Das ist schon, ey, richtig heftig. Ohne Scheiß. Deswegen, ich mag halt, also MSV, klar, mein Verein und so, ne. Aber mit Pauli bin ich halt auch so, ja, dicke, sag ich mal. Sympathisiere ich sehr für. Genau wie mein Bruder, wir waren halt beide einfach nur extremst geflasht, als wir da an der Reeperbahn in Hamburg waren. Das war der absolute Wahnsinn. Mit Sobotka hier am Ball, der letztes Spiel auch wieder ein Tor gemacht hat, hier aber allerdings den Ball nicht bekommt, mal wieder so ein bisschen zurück aufs Spiel zu kommen. Da sind wir auch mal nachts so an der Reeperbahn rumgelaufen und da siehst du ja die ganzen Nachtgestalten, die ganzen, ich sag mal, die ihren Körper verkaufen, die siehst du dann alle, das war kein Abseits. Die stehen ja dann überall. Das ist echt unfassbar, also. Vor allem, da stehen ja nicht nur so 10 oder so, sondern jede Ecke ist einfach voll mit Nutten. Hab mal nicht ernst. Ey, das ist richtig krass. Nutten überall. Ja. Ehrlich, also. Haben wirklich Nutten überall. Doriax! Nein! Exlager, jawoll! Maurice Exlager, Hooligan! Ja, sehr schön. Ja, da holt Doriax eine schöne Chance raus und dann verwandelt sie dennoch hier der gute Alex Lager. Weil der Ball hat genau auf ihm abprallt, aber das scheint die Nummer 1 zu sein. Das scheint ein richtiger Keeper zu sein. Aber warte, ist das dieser. Wie heißt denn der? Nicht Himmelmann. Der bekriegt den Ball sogar noch so ein bisschen. Und das ist ein zweites Tor von Maurice Exlager. Richtig schick. Ja, deswegen spielt er auch derzeit einfach besser als, naja, Gardowski, ne? Obwohl Gardowski letztes Spiel auch eine richtig gute Vorlage gegeben hat. Echt, die Vorlage war der absolute Hammer. Meier, einer der besten Spieler hier im Verein. Hier bei FIFA mit 71 Punkten, meine ich. Kringe, der in echt nach dieser Saison aufhören wird. Boah, Alter, scheiße nochmal ein. Ah ja, und ich habe gute Nachrichten. Kevin Wolze hat hier beim MSV Duisburg verlängert. Also hier im Spiel. Richtig geil. Muss sein Gehalt ein bisschen aufpeppen von 1 Euro. Von 1 Euro, genau. Von 1000 Euro auf 3000 Euro. Aber wenn man solche Punkte hat. Und da ist das 1:1. Scheiße. Wer ist das? T? Nee. Oh Mann. Was macht der Meister denn da? Kann der Riemann auf jeden Fall nichts machen. Oder Verhoek oder so. Ich weiß gerade echt nicht, wer das ist. Aber dürfte man gleich sehen. Ach, Verhoek. Okay. Ron Verhoek. Oh, zweites Tor erst in der Bundesliga. Ja, scheiße. Weil 1:1. Ja, von 1000 auf 3000 hat sein Gehalt erhöht. Und naja, Wolze muss man ja verlängern. Ein absoluter essentieller Stammspieler hier bei uns. Einer der besten im Verein. Na, trotzdem konnten wir das Gegentor gerade nicht verhindern. Was natürlich echt ärgerlich ist. Schade. Ah. Doriax, komm. Ach, Herrwagen. Nicht hier. Ach, wie komme ich noch im Himmel und so ein Kack? Upsala.
War, wie hieß nochmal der Keeper von Chauner? Chauner hat damals mal ein Kopfballtor gemacht. Das war auch geil. Das hat ja schon jeder bejubelt und dann kommt der Hitz, weißt du, mit seinem Kopfball, mit seinem Tor und dann fand ich mal mit dem Kopf. Das war schon geil. Komm! Ja, nice, Castrati. Kommt da nicht ran. Komm, hau weg. Schade. Konuk oder Kotschuk, ich weiß es nicht mehr. Viele von euch kennen wahrscheinlich auch Carlos Zambrano, der bei Eintracht Frankfurt spielt. Ja, der hat ja bei Pauli sozusagen angefangen. Da wurde er halt bekannt. War da schon für seine raue Art bekannt, aber... Ja, Zambrano, richtig guter Innenverteidiger. Ist ja dann gewechselt, ja, wie man halt weiß, zu Eintracht Frankfurt, Alter! Jetzt sollte er aufhören, so viel zu reden. Dann machen wir ja das zweite Tor und unsere Innenverteidigung steht nicht. Was ist denn da los? Bumheuer und Meißner, sonst fällt's in der Brandung und jetzt... Alter, hat einmal Baumgartel gespielt und die beiden kommen nicht mehr miteinander klar. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ganz gut, ganz ruhig, ey. Richtig stark von Pauli. Jedes Spiel bis jetzt gewonnen und, ja, vielleicht gibt's hier so einen ersten Dämpfer in der Saison. Gegen eigentlich eine der Top-Mannschaften der zweiten Liga. Deswegen verstehe ich auch zum Verrecken nicht, was die da unten zu suchen haben. De Witt, komm schon. Nein, Herr Wagen. Der war aber auch schlecht geschossen. Alles nach hinten. Warum ist der denn so frei? Der Verhök. Ich glaube, der Niederländer, ne? Verhök. Er dürfte sein. Oh, auf Fußball hier kriegt den Ball nicht. Oh, Lüttgar. Ne, kriegen wir den Ball nicht. Jetzt gibt es, glaube ich, eine Ecke. Für die guten alten... Ne, gibt's nicht. Okay. Ich habe gedacht, dieses... Ja, Hamburger, Paulianer kriegen hier einen Ball. Aber ne, tun sie nicht. So, Bohmheuer. So, Leute, jetzt spielt immer hier ein bisschen ein. Spielt so ein bisschen hin und her. Gewöhnt euch aneinander. Liebt euch. Kuschelt ein wenig. Oh, ein bisschen weit. Scheiße. Okay, Konuk. Kriegt er mal nicht. Halstenberg. Alter, scheiße, die spielen richtig gut. Gleich ist hier die Halbzeit und wir kriegen den Ball nicht. Halstenberg. Jetzt nicht nur ein 3-1 fangen, ey. Never ending Love Story hier. Komm. Nice. Flamur Castrati. Ja, unser bis jetzt bester Mann, würde ich fast sagen, beim MSV. Scheiße. Ne, sehr gut, Boy. Das war der absolute Wahnsinn, was du da geleistet hast. Meier. Ah, nice. Geile Grätsche. Komm. Das hab ich gerade gelobt. Ja, sehr gut. Komm. Nein. Und da ist jetzt die Halbzeit. Wir liegen zurück mit 2-1. Krass, dort sind wir Alexander. Heißt Alexander Riemann? Nee. Manuel Riemann ist das, glaube ich. Nee, das ist doch Manuel Riemann. Das sieht man jetzt hier nirgendwo. Der Bruder ist Alexander Riemann. Scheiße. Und die wechseln aus. Das ist Buchtmann. Geht für Kringe. Krass, wird nicht einfacher. Ohne Scheiß. Kringe hat wahrscheinlich jetzt schon keine Ausdauer mehr. Mit seinem Alter. Nein, Quark. Aber irgendwas muss er haben. Nein. Thorax hat auch schon länger nicht mehr getroffen, ne? Egal, so Bodka. Komm, jetzt eine schöne Flanke. Komm, Castrati. Nein! Mann, aber eine gute Möglichkeit. So weiterspielen. Herwagen. Ja, der. Ich weiß gar nicht. Wir hatten nicht so viele Chancen, ne? Oh, Castrati. Der wird natürlich nicht. Castrati. Komm, Wolze. Gegen Lüttgar. Wolze gegen Lüttgar. Keiner kriegt hier den Ball. Vorteil für die, warum? Nerich. Guter Rechtsverteidiger. Alter. Komm auf Fussoyer. Komm, Alter. Okay, Doreax, du baust Konter auf. Ich schwör, gib Gas. Wenn der irgendwas kann, dann ist er drin. Das merkt man auch. Komm! Nein, Beut, Alter, was tust du da? Warum brüst. Alter, was machst du denn da? Statt der in der Mitte stehen bleibt, rennt der auch noch dahin. Und der Storiax um weiß, richtig sinnvoll. Ah, Pauli. Ja, die hört man hier gerade schreien.
Ah, Pauli hat auch so eine richtig geile Einsatzmusik. Let's go. Ja, wir kommen nicht ran. Flamur Castrati kommt da. Doch, er holt den. Das ist doch kein Freischuss, Alter. Ja, Meier geht runter und Rzeczkowski kommt. Auch nicht schlecht. Damals von Bochum gekommen. Richtig guter Techniker. Wow. Zum Glück, Leistner. Den Ball nicht. Jetzt Riemann. Alter. De Witt. Ja, De Witt kommt nicht so richtig ins Spiel rein. Traurig eigentlich. Traurig, aber wahr. Nein, nein, nein. Oh, Alter. Zum Glück ist der größer gewesen. Der auf Fuß war hier als Rzeczkowski. Alter. Boah. Halstenberg. Nee, Alter. Geht gar nicht. Die machen Druck ohne Ende. Komm, nein. Was macht denn unsere Innenverteidigung da? Jetzt mal ohne Scheiß. Letztes Spiel war so gut. Budimir, ja, der ist auch gut. Alter, was ist denn los? Boah, die Beine gefallen mir nicht. Ja, machen wir das so. De Witt und Sobotka raus und Wille. Nein, das will ich jetzt nicht machen. Und Wille und... Ja, schnell hat rein. Castrati. Komm, Alter. Komm. Nein, ich wollte gerade passen. Mensch. Alter. Okay, auf Fußballje. Komm, Boom, heuer. Drei Gegentore, das ist echt scheiße. Komm, aber die machen auch Druck, ey. Es ist, ja, zweite Liga, ne? Doreax, nein! Mann! Da holt man sich mal eine Chance, weißt du? Dann kriegt man die nicht rein. Auf Fusaye. Boah. So. Lass mal schauen. Boah, Alter, echt. Die sind echt mega gut. Beut, Beut, komm bitte. Alter, wenn Beut nicht mal einen Kopfball hinkriegt. Boah, nein. Budimir. Als hat Verhoek hat getroffen. Budimir hat getroffen. Ich habe vergessen, wer der erste war, der getroffen hat. Wolze. Kriegt den Ball. Doch, kriegt den Ball. Wow, Alter. So, krasser Scheiß. So, Castrati. War ein beschissener Pass, ey, ohne Witz. Dann sind ja nicht alle sehr gut drin. Litka wieder. Aber Pauli macht ein echt gutes Spiel. Konuk. Ja. Komm. Ja, endlich mal ein Kopfballduell gewonnen. Richtiger Held. Oh Mann, Alter, was ist das denn, ey? Ja, und ich glaube, dass das wird in diesem Spiel nichts mehr mit einem Unentschieden, nicht mal. Denn Pauli spielt schon um einiges besser, einfach routinierter und ja, einfach besser. Haben die Chancen, die sie hatten, genutzt und wir kriegen mittlerweile kaum noch Chancen. Da muss man ja schon fast sagen, Respekt an Pauli, ey. Scheiße, wir waren dann. Oh Mann. Oh oh. Budimir. Und Budimir macht das 4:1. Boah.
Boah, ist richtig schön gespielt. Und so kommst du zurück auf den Boden der Tatsachen, ey. Genau so. Ja. Weißt du, hast einen Höhenflug ohne Ende und dann kommt ein 4 zu 1. Ey, wirst du richtig runtergeprügelt, weißt du? Das ist wie ein Schlag in die Fresse. Dieser Halstenberg, ne? Junge, der verteidigt so gut auf der linken Seite. Und ich kam auch rechts gegen den kaum, gegen Neri kaum an. Mit Castrati, der sonst so extrem gut immer ist. Das ist schon heftig hier. Habe ich irgendeinen, der. Ah, komm. Naja, also. Nein, ey. Ja, wir haben 4 zu 1 gegen Pauli verloren, ey. Dass der Pauli gewonnen hat, ist ja nicht so schlimm, ne? Es ist eine Frage der Zeit gewesen, dass wir verlieren. Und es ist auch in Ordnung. Und ich sag mal so, ich bin nicht sauer, dass es Pauli war. Weil, wie gesagt, ich mag Pauli, aber. Trotzdem scheiße. Aber das Ergebnis ist halt einfach viel zu hoch gewesen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es verdient war, dass wir jetzt so hoch verloren haben. Es ist verdient, dass wir verloren haben. 4-1 ist sehr hoch. Aber, ja krass, kannst du nichts gegen machen, ne? Außer überlegen von 7 Schüssen und 6 davon aufs Tor gehen 4 rein. Das ist schon krass. Pauli war einfach besser. Aber 4-1 ist echt riesig und ich muss hoffen, dass wir auf diesem Loch, das wir jetzt geschaffen haben. Wir waren auf dem Hochhaus, ein Hochhaus eingestürzt und wir sind in so ein Loch gekracht. Ja, dass wir aus diesem Loch ganz schnell wieder rauskommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao und ich hoffe, es wird nächstes Mal wieder besser.